Moin und herzlich willkommen, schön, dass du reingeschaltet hast. Heute möchte ich gerne mit dir das Parallelogramm berechnen, und zwar die Fläche davon. Und bevor wir gleich starten, schauen wir uns zunächst erst einmal die Grundformel an für die Flächenberechnung. A ist gleich G mal H. Bedeutet für uns die Grundseite mal die Höhe. Und wenn ihr mal ein Parallelogramm hättet, was noch nicht bemaßt ist, dann schaut einfach bitte die zwei Linien an, die parallel gegenüberliegen. Das wäre beispielsweise auch hier. Und von da aus gesehen immer im rechten Winkel dann die Höhe messen. Das habe ich hier auch so eingetragen. Und damit braucht ihr auch nichts anderes euch merken und könnt auch schon anfangen zu rechnen. Wir setzen also ein 4,5 cm mal 3 cm. Wir tippen das in den Taschenrechner ein. 4,5 mal 3. Theoretisch kann man das auch im Kopf. Macht 13,5 cm. Und da wir hier Zentimeter mal Zentimeter rechnen, bedeutet das für uns, dass wir hier ein Quadrat dahinter schreiben. Und auch wir haben gelernt, dass wenn wir immer eine Fläche berechnen, müssen wir immerhin dahinter dann hinter der Einheit noch ein Quadrat dahinter schreiben. Und damit haben wir auch schon unsere erste Fläche berechnet. Schauen wir uns dazu ein weiteres Beispiel an. In diesem Beispiel siehst du, dass das Parallelogramm hier einmal gekippt wurde. Und das hat aber auch keine Konsequenzen für uns. Wir berechnen ganz normal wie weiter. Wir wollen auch hier wieder die Fläche berechnen und schreiben uns in A ist gleich G mal H. Wir setzen ein, die Grundseite ist 6 cm mal 4,2 cm. Wir tippen das Ganze in den Taschenrechner ein. 6 mal 4,2 und bekommen 25,2 heraus. Und auch hier wieder Zentimeter mal Zentimeter macht Quadratzentimeter. Und wir merken uns, immer wenn wir eine Fläche berechnen, kommt dahinter immer ein Quadrat. Je nachdem, in welcher Einheit ihr das berechnet. Und als letztes Beispiel möchte ich euch einmal zeigen, wie man die Formel einmal umstellen kann. Ihr seht, ist in diesem Beispiel schon die Fläche angegeben und die Grundseite ist angegeben und wir suchen die Höhe. Wir schreiben uns zunächst erst einmal wieder die Grundformel hin. A ist gleich G mal und nun setzen wir ein, was wir haben. Für die Fläche A setzen wir ein 22,5 Quadratdezimeter ist gleich. Und die Seite G ist 5 Dezimeter. H kennen wir ja nicht, also mal H. Nun stellen wir die Gleichung um. Wir multiplizieren ja etwas 5 mal H. Das bedeutet, damit hier auf dieser linken Seite nichts mehr steht, müssen wir natürlich durch 5 Dezimeter teilen und 5 durch 5 macht 1. Somit bleibt auf der rechten Seite nur noch H stehen. Und wir schreiben auch das auch natürlich auf die linke Seite. Wir teilen 22,5 Quadratdezimeter durch die 5 Dezimeter. Und dafür nehmen wir natürlich einen Taschenrechner. 22,5 durch 5 und wir erhalten 4,5 als Höhe. 4,5 als Höhe und Dezimeter zum Quadrat durch Dezimeter macht natürlich nur noch Dezimeter. Und damit haben wir auch schon unsere Höhe für unser Parallelogramm bestimmt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video etwas helfen. Lass gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.